Okay Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Erbivaro 3 und ich gehe direkt mal auf den Server, gemäß dem Motto Let's Go Erbivaro 3, ne, wie es da steht. Ich glaube vorher war das noch nicht so, also das hat jetzt Erbi anscheinend ergänzt oder Import gestern, als er hier sowieso war und die Zeit entsprechend hier angepasst hat für mich. Heute sollte das auch wieder zurückgestellt sein, also das war jetzt nur für einen Tag so. Und ich hatte gedacht, hier wäre noch Zuckerrohr, zumindest habe ich das letzte Folge am Ende noch gesehen, aber anscheinend war das doch nur eine Ranke, die hier rumhängt. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass irgendwer das Zuckerrohr nicht mitgenommen hat, deswegen ist das wahrscheinlich hier schon tatsächlich so, dass man nichts anfinden wird, aber gut. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt, was ich jetzt auf jeden Fall machen muss. Also wir fangen an mit Äpfeln, die werde ich jetzt auf jeden Fall holen und vor allem mal hier die Creeper hoffentlich ausschalten, denn das geht ja so gar nicht. Warte mal. Versucht den mal hier wegzuhauen, zack. Und ja, dann nehme ich das sofort mit, denn wir brauchen sehr viel Holz, beziehungsweise sehr viele Bäume, damit ich ordentlich viele Äpfel zusammenkriege. Ich habe jetzt nämlich von Erbi erfahren, der möchte eigentlich so früh wie möglich das Finale schon machen. Das heißt, lieber heute als morgen gefühlt. Und das bedeutet auch für mich, dass ich nicht mehr viel Zeit habe zum Farmen unter Umständen. Es kann aber sein, dass wir doch noch bis nächsten Mittwoch oder so Zeit kriegen. Das wird sich jetzt noch entscheiden, denn ja, das ist noch nicht so ganz klar. Falls jetzt nämlich ein paar Leute mehr sterben schon in den Kämpfen, die sie jetzt machen wollen, dann wird es tatsächlich so kommen, dass das wahrscheinlich vorgezogen wird. Aber wenn die Spieler jetzt noch länger leben sollten, wird das ja noch ein bisschen länger laufen. Und das wäre eigentlich auch mein Favorit, beziehungsweise so hatte ich es von Anfang an geplant. Denn ich wollte sowieso erst nächste Woche, Mittwoch oder so kämpfen, vorher ohnehin nicht. Und deswegen wäre es jetzt auch blöd, wenn das Finale da schon wäre vorher. Also wäre jetzt nicht so eine geile Option für mich, beziehungsweise ich hätte halt kaum Chancen und so. Ja, und ich sollte vielleicht aufhören, hier mal das so abzubauen, ne? Ich meine, man kann ja ein bisschen anfangen, das abzubauen und da das ein oder andere runterzunehmen, wenn da was droppen kann oder wie auch immer. Aber ich würde jetzt hier nicht den ganzen Baum so einzeln abhacken, weil da sitzt der ewig. Ich muss mich hier drauf konzentrieren, vor allem viele in der Fläche zu holen und auch hier drüben eventuell, ich weiß nicht, das ist ja Mischwald, oder was ist das? Ich denke mal, hier ist Dark Oak Wood vorrangig sozusagen und deswegen wird hier nicht allzu viel Eichenzeug sein. Ich könnte natürlich auch die Dark Oak Dinger holen, da gibt es ja auch immer Äpfel, obwohl, naja, selten eigentlich. Mir wären da schon diese Teile lieber, weil man da nicht so viel Holz abfällen muss, um Laub zu kriegen. Die sind eigentlich schon am besten, weil diese Sumpfbäume noch viel mehr Laub enthalten als jetzt so ein ganz normaler Baum. Von daher habe ich vielleicht da sogar noch einen Vorteil hier. Natürlich ist das Problem, dass wir hier eine relativ große Fläche haben mit wenig Bäumen jeweils. Im Wald sind ja viel dichter gesät. Das ist natürlich die andere Sache, aber ich meine, so kann man zumindest sich ein bisschen die Axt und so sparen und die Zeit auch, das alles abzubauen, dauert ja in der Summe dann doch eine ganze Zeit. Und das kann man ja ein bisschen optimieren, würde ich sagen. So, ich nehme mal das hier noch mit, also mal sehen, wie viel es jetzt im Endeffekt wird. Ich werde natürlich jetzt hier auch entsprechend viel Holz zusammenkratzen, was natürlich ein schöner Nebeneffekt ist. Aber das werden wir jetzt auch nicht mehr so krass brauchen, denke ich. Ich weiß es noch nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch den Rest dann nicht mehr mitnehmen, wenn ich jetzt allzu viel davon haben sollte. Aber das werden wir noch sehen. Ich werde vorher dann gucken, dass ich irgendwas anderes wegwerfe, wie zum Beispiel Sticks oder so, aber die habe ich gerade eh nicht dabei. Ja, muss ich halt gucken, ne? Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Zur Not werfe ich einfach das Schwert weg, weil ich das eigentlich am wenigsten brauche, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise, ja, man braucht schon gegen Mobs, aber das dann auch schon fast das Einzige. Alles andere ist ja relativ witzlos, sag ich mal. Ja, und dann habe ich auch noch ein paar andere Pläne, die ich natürlich umsetzen will und wo ich hoffe, dass ich das jetzt noch schaffe, wie zum Beispiel in den Nether zu gehen. Ich brauche Level auf jeden Fall und da können wir ein bisschen das über Quarz uns ranholen. Dann, was wollte ich noch? Ach ja, also die Level erstmal, wofür ich die brauche, wäre vielleicht noch wichtig. Also auf der einen Seite muss ich halt schauen, dass ich mir noch eine bessere Rüstung mache, also Hose und Helm. Das braucht jetzt nicht mehr so viele Diamanten, aber ich muss überhaupt mal wieder runterkommen und da farmen ein weiteres Mal. Das werde ich aber erst gegen Ende machen. Vorher versuche ich die anderen beiden Diamantrüstungsteile auf jeden Fall zu verzaubern und meinen Bogen tatsächlich mal anzugehen. Deswegen braucht man auch noch Strings und heute darf ich hier nicht es verpassen, wenn die Spinnen kommen, denn das wäre fatal, kann man schon sagen. Ich brauche nämlich unbedingt die Viecher und
Das ist ja immer so ein Problem, ne? Am besten wäre es jetzt eigentlich, wenn ich einen Minenschacht finden könnte. Denn da könnte ich schön alles mitnehmen, die ganzen Spinnenweben. Es ist eigentlich komisch, dass ich bisher nicht einen gefunden hatte, weil wir waren ja ziemlich lange eigentlich in Höhlen und haben wir alles durchforstet, aber kein einziger Mineshaft war dabei. Ist verwunderlich, muss ich zumindest mal sagen. Obwohl, vielleicht habe ich auch einen gefunden und einfach vergessen oder so. Könnte natürlich auch sein, aber das hoffe ich mal nicht. Ja, und da haben wir noch ein Dorf. Das ist natürlich auch interessant. Das werde ich mir gleich nochmal angucken. Kann ich eigentlich gleich mal ein Thumbnail von machen. Aber ich darf nicht vergessen, hier die Äpfel und so einzusammeln. Naja, warte, vielleicht kann ich da irgendwas rauswerfen, was ich gerade nicht brauche. Oder wo ich dann sagen kann, okay, da komme ich nochmal zurück. Ja, hier waren natürlich schon Leute, aber vielleicht kann ich es wenigstens als Thumbnail nehmen. Deswegen gehe ich einfach mal hin. Und hier haben wir zum Beispiel ein halb abgebautes Haus. What the fuck, hä? Sind die so generiert? Ich glaube, jo, ne? Die scheinen so hierher gepflanzt worden zu sein. Hä, warum? Okay, warte mal, ich probiere mal hier zu traden vielleicht. Also, das ist natürlich jetzt schlecht für die Bücherregale, denn ich könnte mir hier welche holen und könnte gleichzeitig das Leder zum Beispiel verkaufen. Für noch mehr Emeralds, oh shit. Ja, und ich könnte hier mal so einen Villager suchen, der solche Teile anbietet, Schwerter und so. Das wäre nochmal eine Idee. War das der? Ah ja, der macht das, ne? Aber ich will mir jetzt ja nicht für 6 Teile so was kaufen. Ah, warte mal. Hier haben wir einen Smaragd. Okay, vielleicht schaltet er was frei. Schauen wir mal. So, kurz was essen, damit ich wieder voll bin hier. Und was hat er noch so im Angebot? Ah, 8 Eisen für einen Emerald. Und Bane of Arthropods. Na super. Ja, machen wir mal so. Und hole ich mir 2 Emeralds zum Beispiel. Ich habe ja noch ein bisschen Eisen, zum Glück. Okay, da schaltet wieder was frei. Sehr gut. Ah, 3 Dias. Na, die würde ich nicht ausgeben. Und dann Looting und Bane of Arthropods. Okay, na, ist nicht so gut. Efficiency 2 Axe. Na klar, das hole ich mir bestimmt. Aber ja, ich würde sagen, hiervon lohnt sich ein Thumbnail. Alter, ich dachte schon, das ist ein Amboss, aber das ist einfach eine Spinne. Das ist natürlich auch gut. Begrüße ich auf jeden Fall. So, ich würde sagen, ja, hier, das lohnt sich. Komisches zerfrästes Dorf. Also, das habe ich auch noch nicht gesehen. Vor allem, das war hier auch an mehreren Stellen, glaube ich, dass diese Struktur so verbuggt war. Naja, ist mal interessant, was man alles immer noch mal so findet und vorher vor allem noch nicht kannte. So, dann gucken wir mal hier rüber. Ist hier vielleicht noch jemand? Ich höre ja die ganze Zeit was. Und ich glaube, da war noch eine Spinne, oder? Kann das sein? Habe ich doch gerade auch gehört. Na Moment, das finden wir raus. Also hier ist erstmal noch jemand. Cleric, das habe ich jetzt leider alles gerade nicht. Oh ja, genau. Na, das mache ich bestimmt hier, gell? Ganz sinnvoll. Oh, warte mal. Das wäre vielleicht eine Idee. Da hole ich mir zumindest mal 20 oder so und kann die hier raufstecken, genau. Oh nein, Hilfe, weg mit dem. Oh jo, warte, vielleicht geht jetzt meine Reputation hoch hier, dass der mir besser was verkauft. Ja, sieht noch nicht so aus, aber guck mal. 3 für einen Bogen, das könnte man eigentlich machen, ne? Und Flints könnte man eigentlich auch machen. Ich glaube, das hier probiere ich mal. Weil das könnte ich gut nutzen. Und da nehme ich sogar gleich beide. Denn wie ihr seht, ich kriege ja nicht wirklich Strings und das könnte uns noch hier ziemlich zum Verhängnis werden. Aber wenn der uns hier so hilft, ne, dann bin ich doch dafür. So, warte, der hat jetzt nichts weiter freigetradet oder freigeschaltet. Okay, ne, das ist natürlich ein geiler Fund jetzt hier mit dem Dorf, muss ich sagen. Also da kommen wir hin. Warte mal, jetzt muss ich hier nur nochmal mich hinbegeben und das Ganze auch craften. Ach so, nee. Ich wollte jetzt hier eigentlich nur verzaubern. Damit ich meine Level quasi wegkriege. Und vielleicht geht das ja sogar mit sehr geringem Levelanzahl. Also zum Beispiel hier Power 1, ne? Und dann hier nochmal Power 1, genau. Dann haben wir noch 4 Level. Vielleicht kriege ich das hin mit Power 2 schon an der Stelle. So, ja, perfekt. Dann haben wir das. Gut, dann ist schon mal ein Zwischenschritt wieder getan. Und ich gehe erstmal aber hier weg, denn ich wollte ja noch ein bisschen was anderes suchen und holen. Vor allem die Äpfel, die darf ich jetzt nicht verpassen. Und das würde ich jetzt auch mal priorisieren. Warte, da werfe ich mal hier kurz das Holz weg, sodass ich die direkt aufsammeln kann. Ich hoffe, die sind hier noch, ne? Weil ich bin jetzt hier schon wieder so viel am Labern gewesen und so. Dass das natürlich sein kann, dass die weg sind, aber nee, hier sind sie. Oh shit, Mann. Los. Gib her. Endlich. Zack. Okay, 2. Wo habe ich denn noch alles abgebaut? Hier vorne? Und im Sumpf. Da hoffe ich jetzt mal, dass das noch nicht despawned ist, weil die Chunks entladen waren. Obwohl, das sind ja auch teilweise despawn-Chunks dann noch, ne? Shit, da kann es natürlich trotzdem sein, dass es weg ist. Aber hier haben wir Glück. Okay, 4 Äpfel. Und, na, ein paar auf jeden Fall brauche ich noch. Wäre einfach gut, wenn ich da schon mal vorgesorgt habe.
bevor ich dann später mich ärgere, dass ich sowas Einfaches nicht hingekriegt habe die ganze Zeit. Okay, haben wir hier noch was in der Gegend? Nee. Hier, nee, da liegt auch nichts. Und vor allem muss ich die dann auch im Kampf nutzen. Das hat mir Erwi auch nochmal gesagt, also da werde ich auf jeden Fall drauf achten. Ich versuche diesen Fehler nicht nochmal zu machen und habe eigentlich auch in One vs. One Runden und so weiter mir das angewöhnt, immer mehr Äpfel zu essen, als man vorher es vielleicht für nötig gehalten hätte. Ja, weil es doch schon sehr wichtig ist und man sich da einiges retten kann immer. Okay, hier sind aber keine weiteren. Das ist natürlich schade, aber ja, ich werde schon irgendwie hinkriegen. Dann gehen wir mal zurück, oder? Ey, es ist natürlich jetzt wieder blöd, dass es regnet, denn ich könnte jetzt hier schön Spinnen farmen oder so noch, ne? Aber nee, es ist wieder sowas. Aber naja, vielleicht können wir über den Villager da tatsächlich noch was machen. Denn da könnte ich mir natürlich Kohle zum Beispiel farmen oder Eisen oder sonst was. Ah, hier, sehr gut. Und dann gehe ich da einfach hin, trade mir ein paar Emeralds und hole mir da schnell die entsprechenden Bögen. Das wäre auch eine Taktik. Also ich muss auf jeden Fall nochmal unter die Erde und farmen. Anders geht's anscheinend hier gar nicht. Und Alter, ich dachte schon, das ist so ein Spinnenreiter, aber anscheinend nicht. Die sind einfach nur hintereinander. So, Alter, diese alte KI ist schon geil, ne? Dass die hier einfach nichts machen gefühlt. Ah, Mann, das ist schon legendär, muss man sagen. Okay, vielleicht kriege ich ja sogar noch ein paar mehr Level, zumindest das ein oder andere. Dann könnte ich schon wieder verzaubern und da weitermachen. Ah, perfekt, immer mal wieder ein paar Knochen und Pfeile zu finden, das ist auch gut. So, vielleicht kann ich später auch noch die Knochen nutzen für irgendwas, um irgendwas zu züchten. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, wo das man gut anwenden könnte. Aber aktuell fällt mir dann nichts ein. Da gibt's aber bestimmt irgendwas, also ich könnte mir vorstellen, die noch nutzen zu können. Deswegen einfach mal vormerken und so lassen. So, okay. Ja, und mit der Rüstung mache ich mir halt auch Sorgen. Ich brauche unbedingt eine bessere und dann auch die entsprechenden Verzauberungen drauf. Denn Erwi hat irgendwie schon Schutz 3 überall, also ich verstehe immer nicht, wie die das machen. Natürlich sind die noch im Team und so weiter, ne? Aber trotzdem, wie equippen die sich so schnell? Also, das ist immer so weird, ne? Das sind anscheinend immer solche Survival-Experten oder keine Ahnung. Aber die sind immer übelst schnell alle richtig weit im Equipment. Also da frage ich mich ja immer wieder, was das zu bedeuten hat. Aber ja, boah, ich muss die ganze Zeit husten. Also theoretisch muss ich das gerade unterdrücken, weil ich hier nicht die Aufnahme unterbrechen will. Aber ja, es fällt mir nur gerade so auf, weil mein Hals so gekratzt hat. Wie sonst eigentlich nicht. Ich habe irgendeinen Staub oder so eingeatmet. So, okay. Nochmal Zuckerrohr ist immer nicht schlecht, würde ich sagen. Ah, habe ich noch Kürbisse dabei? Nee, gell? Die habe ich weggetan schon. Ah, warte mal, hier, das kann ich doch mal essen. So langsam, dass wir hier mal ein bisschen Slots wieder freikriegen mit Inventar. Das ist ja doch wichtig, würde ich sagen. Gerade jetzt, wo wir hier relativ viel noch ernten und farmen müssen und so weiter. Ja, da hier, was haben wir in der Richtung? Oh, Enderperlen wären eigentlich auch nochmal gut, ne? Die könnte ich mir auch noch entsprechend demnächst gönnen. Aber ja, das wird wohl jetzt nicht so schnell klappen. Und noch eine Spinne, sehr gut. Jetzt finde ich sie allerdings mal. Bisher war das ja immer so ein Problem. Aber irgendwann geht's dann. So, zack. Okay, dann die Zombies. Alter, ich muss gerade übelst strugglen, ne, dass ich nicht huste. Ey, nach der Aufnahme, ich freue mich schon. In 2 Minuten kann ich endlich alles raushauen. Alter. Ach, das ist gerade richtig schlimm. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich stoppe zu reden, wird es noch schlimmer. Aber teilweise auch, wenn ich weiterrede, wird es noch schlimmer. Ah, scheiße, ey, was mache ich denn jetzt? Also ich will auf jeden Fall das Schneiden vermeiden. Ne? Reimt sich und sagt dementsprechend auch, dass es gut sein muss, das so zu machen. Alter, meine Augen tränen schon übelst, ne? Ja, warum ich die ganze Zeit drüber spreche, ist auch eigentlich nur, weil ich kein anderes Thema gerade habe. Sonst würde ich das einfach entsprechend dann ersetzen, aber ja, ich muss hier mir kurz noch was überlegen auch. Wo ist denn eigentlich mein Dorf jetzt hin? Beziehungsweise, was heißt mein Dorf, aber das, wo ich halt war, wäre cool, wenn ich das nochmal wiederfinde. Denn das brauche ich, denke ich, noch öfter. Also nützlich ist es auf jeden Fall. Aber gut, vom Spawn aus finden wir es, denn das haben wir ja vorhin auch ganz gut eigentlich erreichen können. Von da, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Okay, ja, ich denke mal, in der Richtung war das, oder? Na egal, ich meine, wir können ja jetzt hier das zumindest verbinden, dass ich, solange hier ich suche, auch entsprechend Mobs holen kann. Immer mal, zumindest wenn welche spawnen. Nicht wie jetzt hier gerade, das ist doch ein bisschen komisch, dass da
wieder mal kein einziges ist. Habe ich aber auch schon öfter gehabt, dass es eigentlich überall spawnen sollte, also zumindest irgendwelche Viecher. Und dann ist kein einziges Mob da. Warum auch immer, ne? Okay, hier ist noch ein Pilz. Sag mal, kann ich Pilze gebrauchen? Für irgendwas. Das wäre vielleicht auch noch so eine Idee. Alter, ich darf nicht hier zu leichtsinnig werden im Wald. Ich gehe mal lieber hier oben hin. Da habe ich eine bessere Aussicht, wer mich angreift oder so. Ja, dann war's das erstmal mit der Aufnahme. Danke fürs Zusehen und tschüss.